Dieser Frost ist magischer Natur. Wir werden erfrieren, wenn wir uns nicht sputen. Die Kälte nicht mehr ganz so schlimm. Der Barbar gestattet es Hakon, von ihm Besitz zu ergreifen. Scheißegal, der Schwachkopf kriegt Pfeile. Das Ritual bereits durch. Ich rate zur Eile. Singt das Lied von Winteratem, blutgetränktes Schlachtenkind. Hakons Frost zieht in den Krieg, den Flachland. Da ist der Drache. Solange er sich nicht rührt, ist er alles fest.
Terror, der ist schwach. Kehrt der Herr in euren Rücken. Die Geister fällt in den Herzen. Solange die anderen nicht ausgeschaltet wurden. Mir und sterbt, Inquisitor. Euer Vorgänger war mir nicht gewachsen und auch ihr werdet fallen. Ich bin die beißende Kälte des Winters. Er erstickt die Feuer. Ich bin der wiedergeborene Hakon. Abstand. Na dran ist es zu kalt. Inquisitor. Inquisitor? Wie geht es Dragon? Hat er den Gesang bereits in die gesamte Welt getragen? Inquisitor Meridan, ihr seid im Jahre 120 des göttlichen Zeitalters verschwunden. Etwa zu der Zeit, als das Abkommen von Navarra unterzeichnet wurde. Ihr sagt das, als wäre es. Wie lange? Seit eurem Verschwinden gab es keinen Inquisitor mehr. Das war vor 800 Jahren. Dragon war mein ältester Freund. Er hätte jemanden entsandt, um nach mir zu suchen. Das hätte er sicherlich, wenn nicht die zweite Verderbnis über Orlais hinweggefegt wäre. Sie verlangte seine volle Aufmerksamkeit. Ich verstehe. Tellana entkam der Schlacht. Hat sie... Gibt es Aufzeichnungen darüber, was aus ihr geworden ist? Kehrte auf die Insel zurück. Soweit wir wissen, starb sie bei dem Versuch, euch durch Träume zu erreichen. Ich hatte sie gebeten, es nicht zu tun. Sie war eine gute Jägerin und die Liebe meines Lebens. Aber sie war nie... Ich wollte diesen Posten nie. Die Jagd auf Dämonen war um so vieles einfacher als die Politik. Aber Dragon sagte, ich würde gebraucht. So wie vermutlich auch ihr gebraucht wurdet. Es ist nicht alles schlecht. Es freut mich, das zu hören. Und verzeiht, dass ich euch meine unerledigten Angelegenheiten aufbürde.
Der Drache trägt den Geist eines Gottes der Avar in sich. Ich war nicht stark genug, um ihn zu töten. Meine Magie war jedoch in der Lage, uns alle zu binden und in der Zeit einzusperren. Doch als die Kultisten diesen Geist in ein anderes Gefäß versetzten, wurden meine Bindungszauber gestört. Er ist im Begriff, sich zu befreien. Es wäre mir eine Ehre, zu Ende zu bringen, was ihr begonnen habt. Ich danke euch. Der Lauf der Zeit kann verzögert werden, aber man kann ihm nicht entgehen. Ich werde schon bald an Andrastes Seite mit Delana vereint sein. Nehmt dies. Es enthält die letzten wenigen Erinnerungen eines alten Jägers, der weder so klug noch so stark war, wie er dachte. Kämpft tapfer, Inquisitor. Ich fühle mich geehrt, euch begegnet zu sein. Irgendwann müssen wir uns trotzdem noch mit dem Drachen befassen. Er hat den Avar-Gott vermutlich wieder in sich. Wir haben einen Plan. Aaron und Corinna werden die Avar fortlocken, damit Delana und ich uns um den Drachen kümmern können. Mein Geistgefährte ist davon überzeugt, dass wir den Drachen zumindest einsperren können, falls es uns nicht gelingt, ihn zu töten. Die Frage ist allerdings, ob ich es tun kann, ohne mich dabei auch selbst einzusperren. Aber mir bleibt wohl kaum eine Wahl. Diese Bestie wird Orle in Schutt und Asche legen, wenn wir sie nicht aufhalten. Welch außergewöhnliche Tapferkeit. Ein Jammer, dass die Geschichte sie vergessen hat. Leute, die für andere Leute kämpfen, tun es nicht, damit man sie kennt. Es war einfach richtig. Thank you.
Vesper, nehme ich die Rolle, mein verzagtes Gefühl zu sein. Allein Shiral braucht mich, die dunkle Brut, stärker. Einige meiner Brüder würden zulassen, dass diese Kreaturen Orlais zerstören. In ihren Augen ist Drakon nicht besser als Tevinter. Doch wenn wir nicht an der Seite der Menschen gegen die dunkle Brut kämpfen, könnten wir alles verlieren, was wir erreicht haben. Ich werde diesen Avar-Drachen für euch bekämpfen, Drakon. Und dann werden wir die dunkle Brut gemeinsam zurückschlagen. Wären die Elfen während der zweiten Verderbnis nicht untätig geblieben, hätte sich ihr Verhältnis zu Orlais womöglich nicht derart verschlechtert. Und dann wäre es vielleicht auch niemals zum Krieg zwischen Orlais und den Daels gekommen. Also konnten diese alten Harkonniten-Arschlöcher zwar die Flachlande nicht vernichten, dafür haben sie aber die Elfen auf dem Gewissen. Zelana und Harren streiten ständig darüber, dass Harren Myrium verwendet, um Dämonen zu bekämpfen. Manche Dinge ändern sich nie. Orinna hat eine neue alchemistische Spielerei, die sie ausprobieren will. Ähnlich wie Pech oder Teer, nur stärker. Die Rezeptur stammt direkt aus Orsama. Sie diskutieren, sie streiten und sie verspotten einander ohne Unterlass. Und ich wäre ohne sie verloren. Sie sind unterschiedlich und streiten, aber sie versuchen es wenigstens. Daran könnten sich eine Menge Leute ein Beispiel nehmen. Ganz offensichtlich hat jedes Zeitalter seine eigenen Helden. Das klingt, als hätte der alte Inquisitor jemand Größeren brauchen können, der seine Feinde aufmischt. Von denen. Die Jammerelfen mögen sowas gar nicht. Oder überhaupt irgendwas.